Grüezi, Servus und Hallo, Swiss hier. Heute mit einer Runde in der Alaska, die wurde sich im Stream gewünscht, aber leider ging das da irgendwie in meinen grauen Zellen flöten. Habe ich nicht dran gedacht, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben und voilà, hier ist die Alaska. Dann gucken wir uns als erstes mal an, was wir eingebaut haben. Wir haben als erstes drin Zielsystem Mod 1, Steuergetriebe Mod 2 und Steuergetriebe Mod 3 und zum Schluss noch den Hauptbatterie Mod 3. Und an Deck. Anders als gewohnt, nicht Frau Baltimore. Nein, in diesem Fall wollte ich sie noch ein bisschen beweglicher haben. Also haben wir Mrs. Beepley aufs Deck manövriert. Ihr zur Seite stehen bekanntermaßen Takao und Baltimore. Das sind nun mal die Mädels, die am meisten Ruderstellzeit geben. Shelley Beepley hat als Basisfähigkeit Feuerfest. Und wir haben uns dann ausgesucht, genial. Volle Kraft voraus, Rausch der Geschwindigkeit, steuerbar und vollständig verpackt. Also wir nehmen keinerlei Einfluss auf die Munition. Oder auf die Reichweite oder Durchschlagskraft oder irgendwas. Und kommen damit auf folgende Werte. Unsere Artillerie nach 18 Sekunden spuckt zu 16 Kilometer weit mit 4300 HE Höchstschaden, 27% Brandwahrscheinlichkeit, 8900 AP Höchstschaden. Da kann man natürlich jetzt, wenn man da Baltimore oder andere Kapitäne nimmt, dann noch die HE oder die AP ordentlich pushen und dann kommt man dann auf ganz andere Werte. Haben wir jetzt aber nicht gemacht. Hat zum Vorteil, dass wir das Schiff sehr neutral darstellen können. Flugabwehr mit 81, müssen wir nicht darüber diskutieren. Wer die anfliegt, weiß, dass er nicht mehr nach Hause kommt. Manövrierbarkeit 36 Knoten, schnell 850 Meter Radius, 3,4 Sekunden Ruderstellzeit. Das heißt, der Popo kommt um die Ecke, wenn er muss. Und 12,7 Kilometer Tarnung ist jetzt auch nicht so schlecht für so ein großes Schiff. Und von daher, ja, gucken wir uns das Ganze mal an, obwohl es eigentlich schlussendlich nicht so geplant war, wie es rauskam. Aber das sehen wir jetzt gleich. Und damit kommen wir auch schon zur allgemeine Frage: Wenn euch das Video gefällt, lasst mir doch bitte einen Like, einen netten Kommentar oder ein Abo da. Oder teilt das Video mit Freunden, Bekannten, Verwandten, die das vielleicht gut finden könnten, was ich hier mache. Wir haben es tatsächlich geschafft, die 140 Abonnenten zu knacken. Ich finde das super, super lieb von euch. Vielen, vielen lieben Dank. Und dann würde ich sagen, wagen wir uns an die 150. Und ich glaube ganz fest, das kriegen wir auch hin. Glaube ich wirklich dran. Gut, und natürlich möchte ich mich bei all denjenigen bedanken, die jetzt neu dazugekommen sind und selbstverständlich auch immer wieder von mir wiederholt, alle diejenigen, die mich bereits unterstützen. Wirklich, macht mir eine Riesenfreude und macht mir auch Spaß, dementsprechend Material zu liefern, das euch hoffentlich gefällt. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, gehen wir mit einer äußerst agilen Alaska auf die Reise. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video und Film ab. So, da sind wir also mit einer hyperagilen Alaska auf Riposte. Und mein Plan war es eigentlich, mit dem Mädel so ein bisschen Rambazamba zu machen, Schiffe angreifen, eingehenden Geschossen ausweichen, zeigen, was sie so drauf hat in Sachen Mobilität. Naja, im gegnerischen Team haben wir eine Sumner, eine Shimakaze, eine Sejong, Aegir, Des Moines, Worcester, Yami, Bourgogne und eine Conqueror. Und wir sind links gespawnt und das ist Open Water. Das wäre eigentlich gut für Agiles. Aber ich gucke mir das Ganze so ein bisschen ernsthaft an und denke mir, genau, viel Glück und ruhige Wasser. Und vor mir ist die Elbing. Wer die Elbing noch nicht kennt, das ist ein Kreuzer, der sich aber als DD fühlt. Also ist ein relativ großer DD, so muss man sagen. Super gutes Teil, hat Mordsgeschütze, kann super austeilen, kann auch ordentlich was ab, wenn es von DDs kommt. Aber ist halt auch groß, das heißt, hat eine relativ hohe Erkennbarkeit. Und hinter mir ist, ich meinte es, die Schliefen. Genau. So, und wie ihr schon auf der Minimap unschwer erkennen könnt, kein Mensch kommt zu uns. Na, ich hab mir gedacht, gut, dann cappen wir jetzt, ganz simpel. Ne? Nehmen das Inselchen da vor uns, da wo die Torpedos jetzt rechts vorbeiflutschen, stellen uns da mit der Nase aufs Cap und warten, was passiert. Und die Elbing macht es eigentlich relativ clever, sieht sehr wohl, im gegnerischen Team sind DDs, die mich vermutlich locker aufmachen, also halte ich mich mal ganz weit außen. Und fährt also dementsprechend außen, wir fahren in, wir gehen auf, teilen wir der Allgemeinheit mit. Und, aber ich habe schon so meine Gründe, warum ich manchmal die Insel am Peil und ich sehe vier. Vier Schiffe haben auf mich gezielt. Habe ich mir gedacht, lecker, hier sind wir nicht alleine. Niemals. Langsam, mein Freund. Und ich würde euch wirklich in solchen Situationen auch echt empfehlen. Ja, ich muss die Karre noch ein bisschen weiter nach vorne schieben. Jetzt haben wir Cap-Kontakt.
Und ich empfehle. Aha, eine Yummy. Na klasse, das ist schon mal ein Kaliber, das uns persönlich jetzt nicht so wahnsinnig gut tun würde. Oh, da ist noch mehr. Was ist denn dahinter? Eine Yummy? Was ist daneben? Nehmen wir uns noch ein bisschen vor. Vor. Ja, ich weiß, wir hängen fest. Ist scheiße, aber lässt sich nicht ändern. Komm, noch ein bisschen vor. Noch ein bisschen vor. Komm, Alaska, du schaffst das. So, jetzt soll es aber langsam gehen. Das war der Yummy mal einfach warmen Gruß schicken können. Und ich blieb hier wirklich bewusst stehen, weil ich mir dachte, wenn vier Schiffe auf mich zielen, muss ich erstmal wissen, welche vier das überhaupt sind. Und wo die sind. Mein, da können auch zwei rechts von uns sein. Ja? Wir machen erstmal weiter mit der Yami. Da rechts ist schon mal eins und das ist meines Erachtens auch ein Schlachtschiff. Ja, wir machen weiter mit HE. Warum? In dem Winkel AP schießen ist bei der Yami doof. Da kommt man nicht so richtig gut durch. Drum mache ich erstmal weiter mit HE. Schadet ja auch nichts, wir haben genug an Lager. So, unterdessen ist die Schliefen angekommen und das, was jetzt kommt, ist ein Cirque du Soleil Ballett auf engstem Raum. Oh, was haben wir denn da? Die Desmo. Na klasse, die wollen wir eigentlich gar nicht. Nur hatte ich noch HE drin, muss jetzt schnell umschalten auf AP. Dachte ich zumindest, ich schalte um auf AP. Nein, schalte ich nicht. Nein. Und weiter geht's. Die Worcester. Auch nicht gerade unbedingt ein Kind von Traurigkeit. Aber wir bleiben trotzdem mal bei der Yami. So, und jetzt schalten wir um auf AP. Jetzt haben wir genug Gäste hier. Und rechts davon ist noch irgendwas. Ich meinte die Aegir. Und die Desmo macht das richtig. Die fährt da links hinter die Insel. Um sich. Ah, was haben wir denn da? Die Conqueror. Ja. Wir sind immer noch zu dritt. Und die Schliefen macht das clever. Vor, zurück. Ne? Rin ins Cap, raus aus dem Cap. Eingenommen haben wir es unterdessen schon. Und klar, die Desmo, wenn sie was sieht, schießt sie logischerweise über den Berg. Und das mit HE können wir, glaube ich, alle. Und ich finde diese Lichtschuhe geil. Das sieht so aus wie die Wetterleuchten, die man nämlich so aus Nordeuropa sieht. Jetzt schießt da irgendwer auf mich. Leute, das wird doch nichts. Ja, ein geiles Bild. Wenn so Zeug über dich wegfliegt, so als wenn so Kometen in die Erdumlaufbahn eintreten und du bist gerade mit 20 Meter drunter. Da ist eine Shima-Katze und so langsam wurde mir das Ausmaß ihres Ärgernisses bewusst. Ja, seht, wir kommen schön aneinander vorbei. Also wir verstehen uns prima, ohne dass wir uns unterhalten haben. Ja, das ist Terraforming, mein Hase, das funktioniert nicht. Das Problem ist schlicht und ergreifend, die sehen nichts. Aber haben drei Schiffe. Oh ja, der ist gut. Ach, schade, komme ich nur mit den hinteren Türmen rüber, aber vermutlich sitzt es trotzdem. Und? Nee, das geht besser. Aber die steht breit. Oh, die Yami steht aber auch lecker. Nehmen wir die Yami. Und sie können ja nichts machen. Sie sehen nichts. Da habe ich aber ganz lausig gezielt. Hä? Dass da überhaupt was trifft, ist ein Wunder. Ja, doch. Unser Schaden oben rechts, der läppert sich. Hä? Ich habe mir gedacht, nee, komm, fahren wir wieder vorwärts. Aber wenn die Ägir da gleich rechts um die Ecke guckt, dann sieht sie unseren Popo. Das wollen wir nicht. Darum fahren wir wieder langsam vor. Und natürlich, wenn man es auf agil geskillt hat, das Schiff, hat es doch einen schönen Vorteil. Wir kommen schnell vor und zurück. Ja, mal abgesehen davon, dass wir im Einlenken auch klasse sind. Und schiffstechnisch steht es 1-1 und unsere rechte Seite hat offensichtlich eingenommen. Das heißt, die Gegner müssen zum größten Teil Mitte und bei uns stehen. Ja, ist immer so eine Sache, ne? Wie gesagt, hier stehen fünf Schiffe. Kommt die Ägir. Die Ägir hat mich einfach gejuckt, weil ich mir gedacht habe, komm, muss doch möglich sein, der eine mitzugeben. Ja, der hintere Turm kommt rüber, die vorderen leider nicht. Aber sie steht, sie fährt zu gut. So, zieht er. Na, schon mal was. Und jetzt kommt natürlich logischerweise das Kreuzfeuer von unserer Truppe, die rechts sich offensichtlich durchgesetzt hat. Und die erste Leidtragende ist wohl die Ägir. An die Yami komme ich nicht ran. Aber die Ägir fährt weiter und weiter und weiter. Und da habe ich mir gedacht, ja komm, versuchen wir unser Glück. Jetzt kommen alle Türme. Und? Weg. Sehr schön.
haben wir schon mal ein Schiffchen weggenommen. Jetzt haben wir dann noch die Desmo. Unterdessen ist die Conqueror noch da. Und ich glaube, die Worcester, die hat sich auch noch da hinten verpieselt. Und die Yami. Die Yami hat mir nicht am allermeisten leid getan. Was will die arme Zwetschge machen? Die konnte nichts tun. Die konnte überhaupt nichts tun. Oh, warte mal, die Conqueror ist aber in Reichweite. Habe ja auch nicht gesehen, dass die rückwärts fahren will. Verflixt. Ah, doch, jetzt sehe ich's. Ja. Sanfte Grüße aus Nordamerika. Mal gucken, ob wir was treffen. So, dann kommt die Desmo. Und das ist natürlich was, das sollte man sich tunlichst verkneifen. Klar macht sie mich auf. Aber sie sagt mir immer so schön, das war das Letzte, was sie sah. Weil. Genau, zieht er weg. So. Naja, dann. Darfst du auch noch ein paar Punkte mitnehmen. So, und ich stehe jetzt relativ weit vorne. Und gehe jetzt logischerweise auf. Ist klar. Und jetzt kommen natürlich die Grüße über den Berg. Und die Yami grüßt auch. Aber wir sind gut im Einlenken. Wir kommen relativ gut weg. Wir können eine enge Linie um die Insel rumfahren. Das heißt, das meiste von der Yami bleibt hängen. Einer kommt durch. Der Klassiker, oder? Ja, und dann wollen sie es alle wissen. Und nur zum euch das also ein bisschen aufzeigen, was passiert wäre, wenn einer von uns davor gefahren wäre. Ich meine, guckt mal, innerhalb von kürzester Zeit haben wir das halbe Schiff weggefressen, oder? Natürlich, ich habe eine Heilung und dies und jenes. Aber es ist schon riskant. Also drum, fahrt nicht auf solche Caps, wenn da vier, fünf Gegner sind. Also gut, einen haben wir ja mittlerweile gegessen. Na, die Yami sieht aber nicht mehr gesund aus. Aber an die komme ich nicht mehr ran. Das ist die Einbuße von der Reichweite. Und dann habe ich mal gedacht, gut. Aber im Prinzip, Kollege, komm, wir wagen es jetzt. Wir hauen jetzt einen raus und jetzt geben wir alles und fahren vor. Na, schön einlenken, die Yami attackieren und gucken, was man denn da sonst noch so trifft, wenn wir auf den Busch klopfen. Und was sehen meine entzündeten Augen? Eine Worcester. Und wie fährt die Worcester? Breit. Breit. Und ich denke mir, ja. Dann fahr du mal weiter breit. Mal gucken, was passiert, wenn ich dich breit treffe. Und. Oh. Gott, war der böse. Also, wenn ich jetzt AP-Verstärkung drin gehabt hätte, wäre es ein Vernichtender geworden. Bin mir ziemlich sicher. Aber sie ist eh das letzte Schiff. Und von dem her würde ich mal sagen, haben wir in Unterzahl prima verteidigt. Und haben das eigentlich ganz ordentlich gelöst. Und das war es auch schon zum Video. Und ich wünsche euch wie immer alles Liebe, alles Gute. Bleibt mir alle gesund und munter. Und wir sehen uns hoffentlich wieder im nächsten Stream oder im nächsten Video. Macht's alle gut. Euer Swiss. Zweiter Platz, zwei rausgenommen. Alles gut gemacht. Prima.